Jetzt nach Österreich oder jedenfalls zu einem österreichischen Ex-Banker und einer heimischen Bank. Sie sollen in einem filmreifen Kriminalfall eine Rolle spielen. Spezialermittler des FBI sind schon seit geraumer Zeit Peter Weinzierl auf der Spur, früher Chef der Meindl-Bank. Er soll federführend bei einem gigantischen Schmiergeldskandal mitgewirkt haben. Auf Geheiß der amerikanischen Justiz ist er jetzt in Großbritannien verhaftet worden. Peter Weinzierl sitzt in Großbritannien in Haft. Wo genau, das will die New Yorker Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben. Auch nicht, wann er in die USA ausgeliefert wird. Klar ist, Weinzierl wird Geldwäsche im großen Stil vorgeworfen. Und zwar über ein weltweites Netz an Banken und Briefkastenfirmen. Es geht um den brasilianischen Riesenkonzern Odebrecht. Weinzierl soll mitgeholfen haben, 170 Millionen Euro an Geldern des Konzerns von Bankkonten in New York an die Meindl-Bank in Wien zu transferieren. Das Geld floss dann zum Teil weiter an die Meindl-Bank Antigua. Es soll dazu gedient haben, Politiker in Mexiko, Panama und Brasilien zu bestechen. Gleichzeitig soll über Scheingeschäfte auch der brasilianische Staat geprellt worden sein. 100 Millionen Dollar an Steuern soll Odebrecht hinterzogen haben, mit Hilfe von Weinzierl und einem zweiten Meindl-Bankmanager. Auf 28 Seiten haben die Ermittler die Anklagevorwürfe zusammengefasst. Weinzierls Anwalt zeigt sich überrascht, er habe nichts von den Ermittlungen in den USA gewusst. Weinzierl selbst hat ähnliche Vorwürfe stets zurückgewiesen. Wird er verurteilt, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.